Hallo und herzlich willkommen bei Illuminati Games. Ich bin hier zusammen mit dem Targos. Hallo, Broskov. Und wir wollen euch heute mal zeigen, wie der Two-Face schläft. Ja, was ihr im Hintergrund hört, ist der schlafende Two-Face. Hat einen sehr ruhigen Schlafrhythmus, wie ihr hört. Kann ich jedem mal anraten, mal auszuprobieren, klar. Obwohl man, Ja. also bei den Geräuschen könnte man meinen, er hätte Darth Vader synchronisiert. Ja, auf jeden Fall ist eine Verwandtschaft nicht ausgeschlossen. Ja. Oder ganz schlimmer Lungenkrebs. Der Praktiker erklärt an dieser Stelle auch eigentlich mal, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, den Two-Face schlafend aufzunehmen. Ja, also wir saßen hier so abends zu zweit nebeneinander. Und unterhielten uns und plötzlich kommt zu mir nichts, dir nichts, ein aufgeregter Two-Face ins CS und sagt, Jungs, Jungs, ich muss euch mal was zeigen. Und binnen weniger Sekunden konnten wir seine, oh, leiser werdende Atmung nachvollziehen. Ja, das ist also der schlafende Two-Face und so sind wir auf diese Idee gekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man den gescheit wach? Ich habe da schon eine Idee. Mein Mikrofonvorverstärker ist nämlich nicht eingestellt und der Two-Face hat mich auf eine Lautstärke eingestellt, in der mich gut hört. Das wird der Mikrofonvorverstärker noch stark ändern. Und mal schauen, ob es hilft. Ja, ich suche doch. Ja. Den Praktikern würde ich empfehlen, auf jeden Fall das Mikrofon, die Kopfhörer etwas leiser zu machen. Hab ich schon. Ich war dann schnell genug. Gut. So, hallo Two-Face. Wach mal auf. Das wäre schön, wenn du hier mal langsam wieder die Augen aufmachen könntest. Und aufhören würdest zu schnarchen. Ja, zeigt wenig Erfolg, wie man hört. Der ist ganz tief in einem anderen Land. Dann stellen wir uns wieder normal ein, dass wir wieder nochmal weiterreden können. Oh. Headset vorher abgezogen. Ja, allerdings machen wir direkt gleich den iPhone-Test. Und rufen ihn mal an und fragen mal, wie es ihm so geht. Aber erst tanken wir hier mal den Boss an. Mal, er hat aufgehört zu atmen. Ich glaube, er ist tot. Das kann passiert sein. Damit wäre das Spiel natürlich aber auch Game Over. Das wäre eigentlich recht schade. Vielleicht ist er auch einfach nur mit dem Kopf vom Tisch gekippt. Wäre nicht so schön für ihn. Aber eine Möglichkeit. So, jetzt stellen wir uns erstmal wieder dieses komische Mikrovorverstärker-Gedöns aus. Ah, habt ihr es gehört? Da ist es wieder. Gesunder Ohne Schlaf hört Zucker sich anders an. angezeigt und hat die Säge ausgepackt. Ja. Das klingt nach Oh. Tanne, was er da sägt. Immer schön zuhören, eventuell hört ihr gleich Two-Face sein Handy. Ah, ich höre was vibrieren. Aber ich glaube, es vibriert nur. Erst vibriert er da nur. Ah, leider geht seine Mailbox dran. Naja, im Notfall kannst du ja immer noch auf Festnetz anrufen. Ja, das ist sehr schön, Nachrichten. Ja, könntest mal aufwachen. Dann machen wir jetzt den Festnetzversuch. Dem ich wahrscheinlich gleich aus der Instanz gekickt werde. Das wäre es, ist es aber wert. Ja, der Two-Face. Gut, jetzt muss ich dem Two-Face seine Telefonnummer erstmal raussuchen. Ich habe gehört, wir haben das noch bei YouTube. Ja, definitiv. Das kommt auf den Illuminati Games Channel. Das ist natürlich sehr nice. Oh, jetzt hat er die Säge weggepackt. Ja, wird die nächste auspacken, weil Waffenwechsel geht schnell, wenn Martin schläft. Vielleicht holt er jetzt aber auch die Axt. Werden wir nicht wissen. Spätestens. Also, wir werden es noch rausfinden. Nicht sofort. Das ist eigentlich sehr schade, aber wir arbeiten weiter. Ja, jetzt habe ich den Two-Face mit welchem Namen gefunden. In Österreich, das ist falsch.
Es soll euch gesagt sein, nein, er kommt nicht aus Österreich, keine Angst. Und Was da ist sagen wir auch dazu kein jetzt Schweizer nicht? Schnitzel. Das auch nicht, nein. Versuchen wir es doch mal mit Telefonbuch. Das örtliche, ja, da muss ich auch manchmal hin. Wo? Der wohnt Du meinst das in. Örtchen? Ach, meinte ich doch, ja. So, Two-Face, wohnt in. Und da gucken wir mal, ob wir die Nummer finden. Ja. Also viel gesagt, schöne Telefonnummer. 19336, so viel können wir schon 59333. mal sagen. Ja, das kann jetzt in 1000 Orten sein. Versucht's einfach. Telekom freut sich, macht Geld damit. Ja. Man hört man gerade sehr wenig. Wollen wir doch gleich mal Ich ändern. finde das auch ein bisschen schade. Das versaut mir jetzt ein bisschen die Stimmung, wenn er hier keinen Ja. Partysound mehr macht. Das ist sehr traurig eigentlich. Aber wie gesagt, wir haben eine Nummer. Ich wähle da gerade mal. Oh, jetzt TV Total Bimmel Bingo bei Tagos. Achtung. Oh. Ja, es hätte weitergehen können. Allerdings sollte man nicht auf Autowalk stehen und WoW dabei spielen und mitten in einen Mob laufen. Wenn irgendjemand mit mir in der Innie ist, der später dieses Video sieht, er verzeihe es mir bitte. Er hat es mit purer Absicht und aus reiner Boshaftigkeit getan. Genau. Drauf war mein Name Ingame, wisst ihr Bescheid? Ja, so, dann wollen wir doch mal da anrufen. Der Rest kann Damage machen, tanken kann so ein Charakter auch ganz von alleine. Hört ihr's? Sind wir weiterhin gespannt, definitiv. Oh, der hat aber einen gesunden Schlaf, hat er. Ja, ich glaube auch. Oder von Wikipedia. Gülfin. Dein Telefon klingelt, du Nudel. Ich will nicht sagen, ne, aber du fährst, dein Telefon nervt langsam so ein bisschen. Da schon. Super. Ja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Du fährst beim Schlafen und beim Aufstehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, da Macht's gut. schon. Ciao. Tschö, tschö.